Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde, zu unserem KiCad-Tutorial. Ja, wir waren an dem Punkt stehen geblieben. Wir hatten die Gerber-Files von unserem Projekt generiert und auch als ZIP gepackt und kommen heute dazu, dass wir sie dann in Auftrag geben werden beim Hersteller. Hab hier schon jetzt gerade KiCad mal geöffnet. Ich mache das noch mal klein und gehe mal auf die Webseite des Herstellers, die ich immer benutze. Das ist eben hier GLC-PCB. Ich bin zufrieden, wie gesagt, ein guter Hersteller, sehr günstig und auch sehr schnell in der Produktion. Die Internetseite ist euch bekannt. Die hat der Daniel sicherlich beim letzten Video schon in die Beschreibung reingetragen. Und wer es nicht gesehen hat, kann ja nochmal zu unserem siebten Teil zurückspringen. Da muss es mit Sicherheit unten irgendwo in der Beschreibung drinne stehen, dass man zu diesem Link gehen sollte. Ja, ich befinde mich jetzt hier auf der Internetseite und wie ihr seht, ja, ist hier auch nichts Besonderes. Eine ganz normale Firmen-Internetseite für uns jetzt erstmal maßgeblich. Als erstes solltet ihr euch hier oben rechts euer Land auswählen, wo der Hersteller dann hinschicken soll. Wir sind in Deutschland. Ich habe also hier Deutschland ausgewählt, Germany. Und dann eben die Währung, damit ihr auch den Preis, den ihr nachher sehen werdet, in Euro angezeigt bekommt und nicht in Dollar, Yen oder sonstigen anderen Währungen. Ich speichere das dann und melde mich dann hier an. Also ihr müsst euch ja erst einmal registrieren. Das geht ziemlich flott und ziemlich einfach. Ihr müsst zunächst einmal euch registrieren, indem ihr hier draufklickt, dass ihr kein Roboter seid. Dann hier unten die Geschäftsbedingungen müsst ihr auch hier anklicken. Und dann geht es los. Einmal könnt ihr euch hier einen Usernamen auswählen, eure E-Mail-Adresse eintragen, ein achtstelliges Passwort eingeben. Achtet darauf, dass das Passwort natürlich nicht 123 sein sollte oder sonstiges, sondern ein durchaus komplexes mit Großschreibung, Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Aber ich kann auch sagen, Continue with Google. Wenn ihr das getan habt, seid ihr dann hier oben angemeldet. Das seht ihr, ihr habt hier euren Namen. Und wir wollen jetzt einmal hier unsere Platine bestellen. Viele haben da Schwierigkeiten, deswegen nehme ich das jetzt mal hier in den Kurs mit auf, weil was nützt es, wenn man die schönste Platine erstellt hat und man kann sie nicht bestellen, weil man mit dieser Seite hier nicht zurechtkommt. Ihr seht hier so ein Fenster, PCB-Prototyp, also ihr lasst ja keine Serie herstellen, es soll ja ein Prototyp sein für den Heimanwender, für den Hobbyanwender. Deswegen ist das hier auch ganz gut. Zunächst einmal müsst ihr die Größe der Platine angeben hier. Die Preise richten sich natürlich nach der Größe. Die maximale Größe ist, glaube ich, ein Quadratmeter, also ein Meter mal ein Meter, die ich bei denen herstellen kann. Dann steigt natürlich auch der Preis. Dann müsst ihr hier, Quantity heißt nichts anderes wie Anzahl, wie viel ihr davon bestellen wollt. Die Mindestbestellmenge ist 5 und hier seht ihr jetzt, müsst ihr ankreuzen oder mitteilen, wie viel Kupferschichten eure Platine hat. Wir haben ja eine Platine, die 2 Kupferschichten hat, einmal Front und einmal Back, also Vorder- und Rückseite, kupferbeschichtet. Deswegen habe ich hier eine zweilagige Platine, die ich hier herstellen will. Hier unter den Capabilities stehen die ganzen Parameter, was die können. Da kommen wir auch später nochmal zu, wenn wir unsere zweite Platine zu diesem Projekt erstellen werden. Denn wir brauchen diese Angaben, was die können, was das Minimum und Maximum ist, später für die andere Platine, um unsere Design-Rules in KiCad auch richtig einzustellen. Ja. Ich will auch jetzt hier nicht weiter mich aufhalten. Ich gehe nochmal zurück und gebe zunächst einmal hier unsere Abmaße der Platine an.
Und die kann ich ja sehen, indem ich hier, ich habe das schon geöffnet, PCB New, unseren PCB Layout Editor öffnen. Und wir haben die ja hier bemaßt in der Breite 43,41 und in der Höhe eben 39,30. Man kann natürlich jetzt hingehen und jede Stelle hier hinterm Komma eingeben, aber für so einen Prototyp oder mal eben für unsere Haussteuerung irgendwas, was wir hier erstellt haben, produzieren zu lassen, sage ich immer, ich runde auf. Also ich gebe hier dann 44 ein und hier eben 40. Das werde ich jetzt auch tun. Also ich gebe hier ein 44 und hier gebe ich ein 40. Ich nehme die Mindestbestellmenge hier von 5 Stück. Ich habe zwei Kupferlagen, also Two Layers, und hier die Dicke der Platine. Das ist die Materialstärke von meiner Platine. Standard ist 1,6 mm Dicke von der Platine. Man kann natürlich durchaus hier andere Maße nehmen, aber für den Heimgebrauch reichen 1,6 durchaus aus. Wenn ich natürlich im Industriebereich bin und die Platine wird da besonderen Belastungen ausgesetzt, dann muss ich mir natürlich überlegen, nehme ich nicht eine dickere Stärke, damit mir die da an der Rüttelmaschine oder wo immer sie auch eingebaut wird, nicht zerstört, dann nehme ich hier etwas dicker, aber so für normale Platinen 1,6. So, ich klicke danach einmal hier auf Quote Now und gelange dann hier zur nächsten Seite. Dort muss ich zunächst einmal meine Gerber-Files uploaden. Ich klicke hier mal an und suche mir jetzt hier mal meine Gerber-Files aus, die wir ja erstellt haben. Und die befinden sich im Ordner KiCad, Gerber und hier das PCB. Ihr seht jetzt hier, dass die Gerber-Files downgeloadet werden und ich habe sie hier auch jetzt auf den Schirm. Das ist nichts anderes wie ein Gerber-Viewer, um euch nochmal kurz anzuzeigen, welche Platine ihr jetzt gerade dort abgeloadet habt. Und gehen wir mal hier unten zu den Schritten. Hier wird also gezeigt beim ersten Punkt, wie viel Layer die Platine hat, das hat er dann schon übernommen. Dann stehen hier nochmal die Maße 39 mal 44. Dann die Anzahl der Platinen, die ich bestellen möchte, das wäre hier 5. Dann die Platinendicke hat er eingetragen mit 1,6. Dann hier die Farbe der Platine, das ist ja die Solder Mask. Ich habe hier grün ausgewählt. Und hier Surface Finish Hustle, was verbirgt sich dahinter? Ja, das ist ganz einfach, was sich dahinter verbirgt. Ich sag euch das mal eben. Dazu gehe ich nochmal in PCB New im PCB-Editor hinein und öffne ganz einfach mal hier den 3D-Betrachter und sag euch, was hinter Hustle steht. Hustle, das ist ganz einfach erklärt. Wenn die Platine dann produziert ist, geht sie zum Schluss nochmal durch ein spezielles Bad. Das ist ein Zinnbad und da werden ja diese Pads, die wir hier sehen auf der Rückseite, wo wir dann später die Bauteile verlöten, nochmal mit einer hauchdünnen Zinnschicht versehen. Und das macht man deswegen. Sonst wäre ja hier dieses Pad nach der Produktion der Platine einfach nur blankes Kupfer. Und Kupfer hat nun mal die Eigenschaft, nach gewisser Zeit zu oxidieren und dann würde das Löten später schwer fallen. Deswegen geht der Hersteller hin und zieht nach der Produktion diese Platine nochmal durch ein Zinnbad und dann wird auf der gesamten Fläche hier nochmal Zinn aufgegeben und das überschüssige Zinn, was ich dann nicht benötige, also hier in den Bereichen, wird dann durch nochmal einen speziellen Prozess nochmal entfernt und es bleibt dann nur Zinn
eine hauchdünne Zinnschicht hier auf den Pads drauf und die versiegeln dann sozusagen die Pads, damit das da nicht korrodiert. Ja, das verbirgt sich also hier hinter diesem Punkt. Hassel, das ist auch hier bei mir angekreuzt, das seht ihr hier mit diesem blauen Haken. Hassel with Lead, das verbirgt sich einfach dahinter. Gibt es noch andere Verfahren, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Dann Copper White, das ist eben die Kupferschicht. Hier steht ein Unzen, das bedeutet, dass dort eine Kupferschicht von ungefähr 35 Mikrometer auf die Platine aufgetragen wird. Goldfingers, ja, kann man machen. Da werden einfach noch eine Schicht Gold aufgetragen auf die Pads bzw. auf Bauteilfingers oder auf SMD-Finger. Machen wir nicht. Materialdetails, das ist eben hier dieses sogenannte Material, woraus die Platine besteht. Kann wichtig sein, wenn wir da eine Platine bestellen und dann uns der Zoll bittet, mal aufzutauchen. Und dann fragt der Zollbeamte, um Einfuhrzoll zu bekommen von euch. Was habt ihr euch denn da schicken lassen? Denn die wissen ja nicht, was das für Material ist. Und das könnte man sich jetzt mal merken. Das ist einfach FR4. Das ist eine Art Glasfaser. Und auf dieser Glasfasermatte wird dann hauchdünn eben eine Kupferschicht aufgetragen, aufgedruckt und verklebt, denke ich mir, oder verpresst. Aber der Zollbeamte weiß das nicht und dann schaut er in seinen Rechner rein und versucht herauszufinden, um was für ein Material es sich hier handelt, damit er dann Zollgebühren kassieren kann. Ich habe hier mal im Internet eine Seite gefunden, wo das dann hier mal gezeigt wird. Also das ist hier solche Platten aus Glasfaser und dieses Material, das nennt sich hier FR4 Laminate. Das ist also das Trägermaterial und darauf wird dann Kupfer aufgetragen auf beiden Schichten. Und ja, nur dass ihr das mal gesehen habt hier, wie das so aussieht, das kann man sich dann merken. Das Material ist also hier in diesem Fall FR4 Standard und dann gibt es hier noch so eine Bezeichnung TG 130 bis 140 Grad. Also das kann Temperaturen aushalten, 130 und 140 Grad. Der nächste Punkt ist Panel bei GLC PCB, also das habe ich ja gesagt, wenn ihr da Panels herstellen wollt, wo kleine Layouts auf einer größeren Platine platziert werden, dann nennt man das Panel. Haben wir in unserem Fall nicht. Dann hier unten Flying Probe Test. Das ist hier angekreuzt. Das ist auch standardmäßig immer drin. Das heißt nichts anderes wie, dass nach der Produktion der Platine, bevor sie zu euch versandt wird, jemand von GLC PCB nochmal draufschaut auf die Platine und nochmal nachschaut, ob da irgendwelche mechanischen Fehler aufgetreten sind bei der Produktion oder sonst was, damit ihr da keine defekte Platine bekommt. Flying Probe Test heißt nichts anderes, dass da eben nochmal drüber geschaut wird nach der Produktion und da mal gecheckt wird, ob in der Produktion irgendwas schiefgelaufen ist. Es wird hier nicht getestet, ob euer Design oder eure Platine hinterher auch funktioniert, sondern einfach nur ganz kurz rüber geschaut, ist mechanisch alles in Ordnung. Bei Castellated Holes, da geht es einfach darum, wie Löcher dort in der Platine gemacht werden sollen. Könnt ihr euch mal durchlesen hier, indem man auf das kleine Fragezeichen hier klickt, dann öffnet sich das und da gibt es einen Text zu und da kann man sich das durchlesen. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. Dann hier Different Design. Das heißt, wenn ich hier Panels erstelle und verschiedene Designs auf so einem Panel platziere, dann wird das anders berechnet, als wenn ich auf einem Panel eben ein und dasselbe Design habe. Dann wird es nur als eine Platine berechnet. Dann hier Remove Order Number. Jede Bestellung hier erhält eine Order Number, also eine Bestellnummer. Und die ist wichtig, dass man die behält, also dass man die hier nicht removed, sondern hier no, weil dann hat man die Nummer und die kann man dann sich abspeichern und zu jeder Zeit dann eben die Platine noch einmal bestellen. Selbst nach ein paar Jahren hat man immer noch die
Ordernummer und kann dann sagen, ja, ich brauche die nochmal, ich bestelle die nochmal. So, so viel dazu. Hier unten die nächsten beiden Menüpunkte gehe ich jetzt nicht drauf ein. Da handelt es sich um SMT. Also wenn ich hier SMT-Bauteile auf meine Platine habe, genauso wie hier Stenzel, das ist einfach eine Schablone, um Lötpaste auf die SMD-Pads aufzutragen. Haben wir in unserem Fall jetzt hier nicht, kommen wir vielleicht bei der nächsten Platine zu oder bei irgendeinem anderen Projekt, aber das ist hier beides ausgeschaltet. Das nächste, was ihr machen müsst, ist ganz einfach. Ihr seht hier oben den Preis 3,65 € Gesamtpreis. Shipping ist 4,84 €. Das wäre jetzt hier ein kalkulierter Preis von 4,20 €, glaube ich. Das Gewicht des Paketes ist 30 Gramm. Und ich kann jetzt hier unten nochmal klicken. Und dann seht ihr hier die Versandart. Ja, wenn ich natürlich DHL hier anklicke, dann bin ich bei einem Shippingpreis von 19,17 €. Dafür sagen die dann, hier dauert der Versand bis zu euch nach Hause nur 2 bis 3 Tage. Ich persönlich nutze immer hier das günstigste, letzte Menüpunkt hier, postlink.de, registriert Mail. Da dauert der Versand vielleicht ein paar Tage länger. Die sagen dann hier 7 bis 10 Arbeitstage, 7 to 10 Business Day. Ich habe festgestellt, dass die Platine meistens, in den meisten Fällen eigentlich so schon nach 5, 6 Tagen bei euch ist. Also könnt ihr durchaus hier die günstigste Versandart wählen. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hier Save to Cart, also in den Versandkorb zu klicken. Hier seht ihr nochmal die aufgelisteten Preise. Das wäre, die Platine kostet euch 1,83 € für 5 Stück. Hier ist nochmal Shippingkost mit drauf von 4,20 €, 6,03 €. Das ist kein Preis für 5 Platinen. Ja? Jetzt kann man hier noch weiterklicken. Und dann wird man hier nach seiner Adresse gefragt und so weiter. Das kann man dann alles eintragen und dann immer wieder auf Weiter. Und bezahlen kann man dann zum Schluss mit Kreditkarte, mit Mastercard oder auch mit PayPal. Und das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt. Man muss dann eben ein bisschen warten, wenn man die günstigere Versandart wählt. Aber in der Regel, wie gesagt, 5 Tage, 5, 6 Tage, dann ist auch die Platine bei euch. Und somit kommen wir dann jetzt hier auch zum Ende dieses Videos für heute. Die Platine mit LED und Batterie und einem Widerstand ist damit fertig und beim Hersteller zur Produktion gegeben. Beim nächsten Mal werden wir uns dann damit beschäftigen, dass wir unser nächstes Projekt starten wollen, und zwar den Arduino Uno. Das wird auch wieder sehr interessant werden. Es kommen neue Funktionen hinzu, was KiCad betrifft. Ihr lernt also die weiteren Funktionen von KiCad dann dort kennen. Und ich hoffe, ihr seid dann noch dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich sag mal Tschüss, euer Jürgen.